So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio. So, als erstes ist mir natürlich aufgefallen gewesen, dass ich ja das gar nicht erforschen konnte, weil wir gar noch nicht das richtige das richtige Laboratorium haben, ne? Deswegen konnte ich die, wir haben zwar die Wissenschaftspakete, aber wir haben das Laboratorium noch gar nicht. Und mit dem hier bringen die hier noch gar nichts. Das heißt, wir müssen da erstmal hier dann drauf zugehen. Aber erstmal machen wir hier noch weiter. Und zwar wollte ich nämlich hier, wie der, die das, Wooden Boards, genau, Wooden Boards. Und da wollte ich mal gucken, kann ich denn hier, wenn ich von hier hingehe und sage, nimm das von da und setz das dahin. Das geht, gell? Ja, genau. Ich wollte nämlich noch die andere Seite hier voll haben mit Papier, damit hier genug ankommt. So, wir gucken mal, ob 5 Stück reichen. Hier haben wir zwar so ein Ding, aber das macht erstmal nichts. Wooden Boards, Wooden Board, Wooden Board, Wooden Board. Und zwar ist das das Wooden Board hier, gell? Ja. So. So, mal schauen. 1, 2, 3 hier. Ein. Doch, da ist ein Tunnel. Da können wir einen Tunnel machen. Das geht. Wir brauchen aber ein paar Fließbänder. Die können wir uns holen. Ach, guck mal, und hier kommt Eisen an. Ist das herrlich? Hier kommt tatsächlich Eisen an. Das heißt, hier oben die Fließbandproduktion ist ausgereizt. Also hier reichen ja auch solche hier. So. Schnelle können wir auf jeden Fall ersetzen, wenn wir es brauchen, aber im Moment nicht. Ach cool, wie schnell das geht jetzt. Ich hab jetzt einfach mal Bottled Gas Processing, damit wir vielleicht das Gas auch mal anders transportieren können oder so. Ich weiß nicht, ob wir das mal irgendwann brauchen werden. Ja, mal sehen. So, also wir brauchen hier einen. So, auf jeden Fall. Und dann so. Das hier kann weg. Warte mal, wir machen 6. Dem einfachen Grunde, damit wir 3, ach komm schon, oder? 3 in eine Richtung und 3 in die andere Richtung machen können. Jetzt fehlt uns natürlich das. Und das fehlt uns hier auch, weil uns hier die Wooden Boards fehlen, oder? Oh ne, da fehlt uns das Solar. Ach, guck an. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Haben wir da noch irgendwo welche rumfahren? Vielleicht. Und denen. Anscheinend nicht. Nee, die sind hier alle weggenommen worden, ne? Ja. Ach komm. Okay, da müssen wir erst hier. Können wir noch nie 6 machen. Dann machen wir halt erst 7, weil wir keine von den Teilen haben. Also 5 meine ich, Entschuldigung. Quatsch, hier, so. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier unten noch. Und Strom. So. Ich wollte ja jetzt hier die ersten 3 machen wir hier. So, und das geht ja dann, ne? Ich habe das ja extra so produziert, dass die Wooden Boards auf beiden Seiten sein können, oder? Bitte sag ja. Nein, habe ich nicht. Warte mal, ich bin falsch, oder? Ja, hier kommen die. Hier, ach, ich dachte gerade, die fahren hier drauf. Gott. Völlig daneben. Nee, die fahren ja hier hoch und dann fahren die hier drauf und dann fahren die hier drauf. Da ist egal, welche Seite. Und bei dem hier, da sind ja noch welche, das ist auch egal. Okay. Alles gut. Alles gut. So, okay. Dann können wir den Mist hier eigentlich. Das können wir alles ver. Verwursteln. Komm mal her, hier haben wir genug. Oh, reicht nicht.
Es reicht nicht. Da haben wir auch genug. Jejejejejej. Way too much. So, dann müsste doch jetzt eigentlich von dem Nitrit Waste einiges kommen. So, das hier könnte eigentlich auch mal wieder kommen. Bisschen schneller gehen. Sind ja nicht so. Genauso wie diese Sachen hier. Auch wenn das jetzt gerade ausgelastet ist, aber von den Maschinen haben wir hier noch. So, da brauchen wir es nicht schneller. Hier oben eigentlich auch nicht. So, wir gucken mal hier. Hier ist so viel los. Da kommt gar nichts mehr raus. So, wir haben das Zellulosepulp, aber ich wollte hier unten das los haben. Das Zeug. Und das Zeug. So. Jetzt gehen wir nochmal gucken unten und dann müsste das passen. Und dann müssen wir nochmal bei den Schleifen, wollte ich schon sagen. Nee, da müssen wir mal schauen, dass wir die Sachen produzieren, damit wir das bessere Laboratorium bekommen. Das ist mir dann am wichtigsten, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. So, hier, guck mal. Da läuft doch was. Außer beim letzten, genau, da müssen wir nochmal jetzt die diese Boards holen. Oder grüne Schaltkreise würde auch gehen. Aber ich glaube auch die grünen Schaltkreise, das ist ja dasselbe Problem. Nee, da sind welche. Da sind grüne Schaltkreise. Der holen wir uns. Weil das hier voll ist. So, haben wir doch zumindest mal schon mal ein paar und ein bisschen Eisen. Kriegen wir dann auch zusammen. Aber ich will ja jetzt erstmal nur zwei von den Dingern hier. So. Wichtig ist mir ja, dass das hier wegkommt, ne? Das ist so verrückt. Dass wir hier ein bisschen was produzieren. Damit hier was produziert wird. Eieiei. Geht trotzdem zu langsam, ne? Aber was soll ich auch machen? Hier zwei volle Titanen-Dinger. Das funktioniert nicht. So, für dieses Quantum Interactions Laboratorium brauche ich Quantum Lab Construction Core 4 und Lab Micro Manipulators and Quantum Computers 4. Das sind diese zwei Dinger. Das heißt, ich brauche Tungsten Plate und eine Zentrifuge und Prozessoreinheit. Filternder Stapelgreifarm, Virtual Particle Injector. Virtual Particle Injector. Ah, hier unten. Also brauche ich Polished Ruby. Jesus Gott. Und Tungsten Powder. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal Tungsten. Und das, ach ja, das war das Problem. Das konnte ich erst erforschen richtig gut, ne, das Tungsten. Das müssen wir irgendwie anders noch machen. Nee, das kann ich schon machen. Purified Jovolite Crystals. Okay. Gelb, hellblau, braun. Gelb, hellblau, hellblau, braun. Mal schauen. Okay, wir machen hier mal weiter mit dem Forschen. Elektrische Akkumulatoren, Swamp Farming. Das Abbautempo erhöhen. Komm, das können wir mal machen. Oder Feuerrate. Feuerrate ist auch super. Einfach für meine Sniper. Schauen wir mal. Also, was wollte ich jetzt hier? Gelb, braun und hellblau, ne? So, guck mal hier. Ist zum Beispiel schon mal gelb. Diese Teile. Haben wir doch hier. Und hier müsste eigentlich auch hellbraun kommen. Kommt aber nicht. Weil hier nichts kommt. Aha.
Oh Gott. Mineral Sludge ist komplett zum Erliegen gekommen. Ja, wir brauchen. Das ist jetzt das Wichtigste, ist ganz klar. Mineral Sludge ist hier nicht mehr präsent. Slag Slurry, Mineral Sludge. Wir brauchen mehr Slag Slurry. Sehe ich das richtig? Hier kommt gerade noch und hier kommt schon nichts mehr. Auf jeden Fall zu wenig. Das heißt, wir brauchen noch mehr von den Vierern Elektrolysern. Eiter daus. Okay, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Ich würde jetzt alles, was überflüssig ist, einfach mal wieder in Dingskisten machen. Wo habe ich die denn? In solche Kisten. Und natürlich stellen wir das zu den anderen, damit das hier schön aussieht. So, und dann würde ich nämlich nur die Sachen mir mal sammeln, die ich brauche, um die Crystallizer zu machen, die Elektrolyser zu machen. Und dann machen wir gleich mal ein paar mehr. Weil das geht ja nicht, dass wir da zu wenig Slack haben. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, können wir ja so nicht machen. So, und so. So, das heißt, ich will jetzt mal den ganzen Quatsch, den ich hier nicht brauche. Reparaturkit, das hier. Ich mache jetzt mal alles erstmal weg hier, komm. Dann sammeln wir wieder das ein, was wir brauchen für die Sachen. Der Rest lassen wir mal. Elektrolyser 4. So, wir brauchen Prozessoreinheit, das haben wir. Titanium Pipe und Titanium Plate. Dann und diese Rainforest Concrete Bricks. Und die normalen Bricks. So, das haben wir gerade hier irgendwo reingemacht. Das heißt, die hier brauche ich, die hier brauche ich. War es nicht auch Stahl? Stahl, Titanium. Okay, wir brauchen das hier und das hier. Stahl, Titanium und Eisen. Stein. Ah, die roten auch. Stein haben wir jetzt hier nicht. Und das letzte war Kupferkabel. Okay. Also. Kupferkabel haben wir hier oben. Holen wir uns mal 2, 3. Dann brauchen wir Steine. Die haben wir hier. 1, 2, 3. Dann diese Bricks und Titanium. Warte mal, die Bricks sind doch hier drüben, oder? Gewesen. Ja, da oben. So, 1, 2, 3. Okay, was war das noch? Eisen. Ah, und hier Messing und Aluminium. Schubidubidu. Eisen, Messing, Aluminium. Also Eisen haben wir ja hier oben. Da können wir uns das holen. Genauso wie Stahl. Nehmen wir auch gleich mit. 2, 3. 1, 2, 3. Hier ist das Messing. 1, 2, 3. Und Aluminium. Aluminium ist hier unten. 1, 2, 3. Okay, jetzt fehlen noch die normalen Bricks und diese Platten. Davon müssen wir eigentlich jetzt genug produzieren, weil hier kommen ja richtig schön viel Wooden
Boards an. Deswegen gehen wir da gerade mal nach. Aber hier, guck mal. Wegen dem Solder. Ah, das gefällt mir nicht. Dass hier zu wenig Solder kommt. Das heißt, von denen haben wir echt zu wenig. Wir müssen mal nochmal unten gucken. Das lief besser. 2, 3. Das mit dem Solder lief besser. Wo wir das noch hier oben hatten und das auf die einfache Tour sozusagen gemacht haben. Und hier unten machen wir es jetzt halt auf die nicht harte Tour, sondern wir machen es halt eigentlich besser. Aber uns fehlt einfach Silber. Und ich glaube, es fehlt uns gar nicht das Silbererz, sondern das blöde Nitrit-Acid. Und es war mir so klar, dass das fehlt. Und das kann ich halt nur da produzieren. Das ist so ätzend. Indem ich da die Woodenboards produziere. Blöd. Na hier, und das geht aber so schnell weg. Nitrit Waste Water, das muss ich halt produzieren. Aber wenn hier die hier nicht rauskommen, weil wir hier zu viel davon machen. Ja, die schaffen hier alle halt die doof. Was willst du machen? Das ist ja gleich schon voll. Ach, dieses blöde Nitrit Waste Water. Würde ich gerne mehr haben wollen. Okay, warte mal. Wir können aber hier uns ein bisschen Solder wegnehmen einfach. Und das schon mal bauen. Da kommt ein bisschen was an. Aber nicht wirklich viel. Deswegen machen wir den hier mal weg. So. Damit das hier mal da reinläuft. Na, guck mal, hier kommt ein bisschen Solar an. Ja, da müssen wir noch. Irgendwie muss ich das noch hinkriegen, dass wir die Solar-Produktion noch besser machen. Weil wir könnten auch einfach das ohne das machen. Aber das hier wäre natürlich super. Warte mal, da ist doch. Nee, das machen wir ja schon. Das machen wir ja. Es geht ja, glaube ich, hier drum, ne? Das wäre eigentlich super, aber wir können auch einfach aus Zinn und. Aha. Wir könnten auch so einfach Molten Solar machen. Noch. Zinn und Zink. Und zwar in einem Induktionsofen. Hatte ich da noch einen? Weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Mache ich einfach noch einen Induktionsofen dazu. Casting Machine, Sintering, Induktionsfurnace. Komm. Wir machen da einfach noch einen dazu und nehmen Zink und Zinn. Machen noch einen Molten Solder draus. Dann müsste es auf jeden Fall erstmal besser laufen. Ne? Weil das haben wir ja hier oben. Zinn haben wir. Und Zink habe ich hier. Da machen wir hier einfach noch einen zweiten hin. Da machen wir hier oben kurzfristig noch einen, oder hier. Irgendwie. Mal, ich mach das mal hier weg. Guck mal, wie groß das ist. Wir da einen zweiten hinmachen. Er kann hier hinten das holen und dann können wir uns das da holen. Das müsste doch gehen. Also, so. Einmal hier. Und einmal da.
So, du machst. Ist das hier Solder? Das hier ist Solder. Genau. Du machst das da. Andersrum. So. Dann haben wir hier einfach. Sowas hin. So. Und der kann ja trotzdem, wenn da dann mal Eisen kommt, Silber kommt, da mitmachen. So, aber ich will ja erstmal, dass das läuft. Ja? Ich will ja, dass hier auf jeden Fall immer Molten Solder Start ist. Guck mal, und dann kriegt er das nämlich hier fast nicht raus. So. Das machen wir so. So, nichtsdestotrotz, wir brauchen nämlich noch diese Bricks und dann diese normalen, die nicht normalen. Die anderen. die besseren Boards. So, und dann haben wir hier nämlich, wir müssten hier auch mehr ankommen. Jetzt haben wir nämlich hier nur ein paar, ne? 115, okay, das reicht für nichts. Wir brauchen ja noch die. Ich vergaß, so. Wir brauchen ja noch die normalen Boards. Die holen wir uns hier oben noch. Und dann produziere ich die erstmal, die Dinger. Die netten Elektrolyzer, damit wir hier genug Slack Slurry haben. Das geht ja sonst gar nicht. Halt. Hier lang, bitte, da. 1, 2, 3. So, jetzt aber. 2 Stück, was fehlt mir denn da noch? Ach, Titanium, das hatte ich vergessen. Stimmt. Ach. Da gerade, weißt du, jetzt kann ich mal so 10 Stück produzieren. Nein. Nichts da. Ja, wenn du das Lat. Ja, es ist halt einfach knapp. Es ist zu wenig. Und da müssen wir nachsteuern. Das ist ganz klar. Bessere Maschinen ist natürlich das Beste, was wir da machen können. So. Kein Titanium mehr. Weil kein Chloringas gequert bekloppt. Weil Sodiumhydroxid wird nicht verbraucht. Ja, okay. Das ist ja jetzt überraschend. Ein bisschen kommt hier, aber es wird erstmal hierhin verbraten. Ich würde hier erstmal ganz kurz noch ein bisschen davon nehmen und dann gucken wir mal, warum das nicht verbraucht wird. Ist ja doof. Oh, 3 Stück. Dann fehlt mir schon wieder Titanium. Verrückt. Nochmal 3 Stück. Nochmal Titanium. Nehmen wir. So. Zwei Stück. Und dann fehlen die blauen. Aber mit Sicherheit auch gleich wieder Titanium. Blaue haben wir hier noch. So, reicht das denn dann? Titanium? Wahrscheinlich nicht, ne? Da waren noch einige. Titanium. So, jetzt haben wir alles Titanium aufgebraucht. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen mehr. So, und jetzt würde ich mal gucken, dieses blöde Zeug. Das nicht. Das hier. Cupric Ore Dust. Okay, damit kann ich also dieses Sodium machen. Hm.
Mit Salz kann ich aber auch ziemlich gut Chloringas machen. Diese Elektrolyserdiode. Da, 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 da. Das Sodium, da kann ich wieder Sodiumhydroxid draus machen. Na toll. Sodiumcydon, das ist Sodiumcarbonat. Glasmixture. Aha. Sodiumhydroxid Solution. Mache ich denn hier mit? Sodiumchlorat. Perchlorat. Lithiumperchlorat. Lithium-Ionen-Batterien. Ist klar. Ich wollte jetzt einfach erstmal nur bei dem, bei dem hier jetzt bleiben. Du klickst dich da durch dann, ne? Also Sodium kann ich draus machen. Und das hier, das versuchen wir ja, aber wir haben zu wenig Brown Liquor. Chloringas will ich da eigentlich nicht verschwenden, um Papier zu machen. Zellulosepaste machen wir schon. Carbon. Sodiumsulfat. Sodiumhydroxid Solution. Das gucken wir gleich nochmal. Ja, Aluminiumhydroxid. Dieser eisenhaltige Erzstaub. Epichlorophydringras. Um Gottes Willen. Kupferstaub, Silberbatterie, dann nochmal Papier, bleibt mir weg. White Liquor, Silberoxid. Okay, das wäre auch noch spannend. Wir können das hier draus, hier zumachen. Und dann wieder zurück. Das ist ja völlig dämlich, ne? Genau, bringt mir eigentlich gar nichts. Sodiumchlorat. Könnt's in Fässer füllen. Das hier kann ich noch nicht machen. Aber ich kann es auch. Ah, guck mal, ich kann das Sodiumhydroxid Solution auch einfach verwursteln. Und das ist doch vielleicht was, was ich machen kann. So kann ich hier auf jeden Fall das Zeug loswerden. Und sowas ist ja immer praktisch. So, das geht ja hier runter bis zum St. Nimmerlein. Purified Water. Haben wir das hier unten zufällig irgendwo? Glaube nicht, ne? Ist nur normales Wasser. Zwar auf zwei Ebenen. Warum auch immer. Hätte auch eins gereicht. Naja. Okay, hier ist überall nur Wasser. Kein Purified Water. Okay. Macht nix. Das haben wir hier oben irgendwo. Und dann können wir das auf jeden Fall wegmachen. Chemical Plants. Oh Gott. Bis ich die jetzt wieder habe. Geht eine Weile. Auch normales Wasser. Nirgends hier Purified Water in der Nähe. Gibt's doch eigentlich gar nicht. Da war doch sonst immer überall. Überall und nirgends. Wieder hier normales Wasser. Das ist auch kein Purified Water. Ferric Chloride Solution. Hier auch nicht. Sag einmal, wo ist denn das Purified Water, damit ich das Zeug loskriege? Wird wir hier wieder Chloringas haben? Chlorgas. Auch wieder normales Wasser. Hier ist das Salie. Hier ist Purified Water. Das heißt, wir können das gleich hier wegmachen. Theoretisch. Das will ich aber nicht. Wenn, dann will ich das am Schluss wegmachen.
Und der Schluss, der war hier unten beim Aluminium, glaube ich. Und dann holen wir uns da halt einfach dieses blöde Purified Water hin. Da hinten links oben tun wir das ja fabrizieren. So, hier nämlich, genau. Hier ist das Zeug. Und dann machen wir einfach hier. Noch eine kleine Halbinsel. So. Und da kommt das dann weg. Kann das weg? Oder kann das weg? So, und hier durch, bitte. Und dann machen wir das nächste Folge. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen, bis die hier alle fertig sind. Das geht ja ein Stück. Und dann sehen wir uns, sobald das fertig ist, und machen dann hier die Teile weg und die hier hin. Ne? Ich sag mal, Leute, macht's gut. Bis dann.